Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrell.de. Es geht weiter mit unserer Reihe zur speziellen Relativitätstheorie. Und im heutigen Video geht es im Speziellen darum, um den Lichtkegel, dann die Lichtkugel und was eigentlich Lorentz-Invariant bedeutet. Nun, ich habe hier mal ein Koordinatensystem aufgezeichnet. Wir haben zwar gesehen, dass jetzt relativistisch alles von vier Koordinaten abhängt, also von x, y, z und t. Wir können das aber dummerweise halt nicht grafisch veranschaulichen, da wir nur dreidimensional zeichnen können. Ich habe es jetzt noch ein bisschen weiter vereinfacht. Ihr seht, ich habe hier zweidimensional gezeichnet. Und dann gebe ich die eine Achse, auf der einen Achse zeichne ich t ein, also die Zeit t. Und auf der anderen, ich schreibe mal x hin. X soll jetzt hier allgemein für die Raumkoordinate gelten, also für x, y und z. Man könnte sagen, wenn man das zusammenfassen will, zum Beispiel den Abstand zum Ursprung. Nun, jetzt überlegen wir uns das mal hier, der Ursprung. Das soll jetzt hier und jetzt sein. Jetzt kann ich mir überlegen, Licht breitet sich ja immer mit der konstanten Geschwindigkeit c mal t aus, also legt es immer die Entfernung c mal t zurück. Das heißt, das ist nichts anderes als eine Gerade in unserem Beispiel. Und wenn man das Ganze in die Vergangenheit suchen würde, wäre das auch weiterhin eine Gerade. Nun, natürlich kann sich Licht auch in die andere Richtung ausbreiten. Dementsprechend auch noch minus c als Steigung. Ich habe jetzt hier den Winkel 45 Grad gewählt. Das hängt natürlich davon ab, wie man die Einheiten hier bei der t- und der x-Achse wählen. Ist natürlich am einfachsten, wenn ich es gerade so wähle. Und dann wäre das hier c mal t. Das heißt, Licht würde sich so ausbreiten. Hätte ich etwas, was sich schneller ausbreitet wie Licht, dann wäre das c wäre schnell, also die Geschwindigkeit wäre schneller. Das heißt, in gleicher Zeit würde ich eine größere Distanz zurücklegen. Das heißt, ich wäre dann irgendwo hier, die Distanz wird größer oder gleicher Zeit. Es wäre also flacher. Es wäre in diesem Bereich des Kegels. Man nennt es dann raumartig, weil die Zeit nicht mehr diese Rolle spielt. Raumartig. Bei raumartigen Ereignissen ist es nicht möglich, zwei Inertialsysteme zu finden, die sich irgendwie gegeneinander bewegen, sodass Ereignisse gleichzeitig erscheinen. Nun, wenn das hier raumartig ist, dann ist dieses Rote hier einfach lichtartig. Lichtartig. Das meint dann wirklich nur diese beiden Geraden. Das heißt, alles, was sich auf dieser lichtartigen Gerade befindet, breitet sich gleich schnell aus wie Licht. So, jetzt haben wir also noch eins, das fehlt. Wenn sich etwas langsamer ausbreitet, dann ist das hier innerhalb dieses Kegels langsamer ausbreiten. Heißt, ich brauche mehr Zeit, um die gleiche Entfernung zurückzulegen. Ich habe also eine steilere Gerade, wenn ich immer konstant mich bewegen würde. Und das nennt man dann zeitartig. Das wäre dann der ganze Kegel hier. Und natürlich auch hier unten, in die Vergangenheit. Nach oben Zukunft, nach unten Vergangenheit. Wenn ich die Zeit zurückgehe, logischerweise ist das die Vergangenheit. So, das nennt man dann, das was ich jetzt hier grün schaffiert habe, den Lichtkegel. Wenn ich also hier und jetzt an diesem Ort etwas, hier einen Lichtblitz starten würde, dann würde seine Koordinaten, also seine Entfernung, die jetzt hier auf der x-Achse eingezeichnet ist, genau immer mit dieser Geraden funktionieren. Das heißt, wenn ich die Zeit t hätte, könnte ich es einfach hier ganz normal im Koordinatensystem ablesen, wie weit das Ding entfernt ist. Ein kleines Beispiel dazu wäre eine Lichtkugel. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben wieder zwei Inertialsysteme, IS, das fixiert ist, und IS', das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit dazu bewegt. Es soll jetzt nun so sein, dass zum Zeitpunkt t gleich t' gleich 0, das heißt zum Startpunkt, gleichzeitig die Koordinatensysteme auch im Origo gemeinsam liegen und da lasse ich jetzt einen Lichtblitz los. Licht breitet sich in alle Richtungen aus, das heißt wir haben, wenn wir das anschauen, wird es wahrscheinlich eine Kugel werden. So, nun überlegen wir uns das mal dreidimensional. Es breitet sich in alle Richtungen gleich aus. Wir kennen den Satz des Pythagoras für den Abstand im zweidimensionalen und es gilt auch im dreidimensionalen. Wenn ich sage Abstand s, dann kann ich den errechnen aus x² plus y²
plus z Quadrat und davon die Wurzel. Oder einfacher, man quadriert es einfach. Nun, jetzt weiß ich, Licht breitet sich gleich schnell aus. Das heißt, gehen wir ins gestrichene System. X-Quadrat plus Y-Quadrat plus Z-Quadrat. Das ist also die Entfernung ins Quadrat, die zurückgelegt wird. Und wir wissen aber, die Geschwindigkeit ist ja gleich C. Das heißt, die Entfernung ist C mal T. Und da hier die Entfernung quadriert ist, muss ich natürlich auch C und T quadrieren. Das hier ist, wenn man sich das genauer überlegt, eigentlich die Gleichung einer Kugel. Wenn ich das alles ein bisschen vereinfache, bringe ich mal alles auf eine Seite. Dann ist es die Gleichung in einem vierdimensionalen Raum für eine Oberfläche. So, diese Kugel sieht man im gestrichenen Inertialsystem IS'. Nun müssen wir mit der Lorentz-Transformation das umrechnen, wie man es im nicht gestrichenen System, also im fixen System, sieht. Nun, das ist eine ganz hässliche Rechnerei. Ich greife dem Ergebnis einfach vor, weil das Ergebnis sehr interessant ist. Wir haben jetzt also im ungestrichenen System die gleiche Form der Gleichung und den gleichen Wert der Gleichung, wenn man das umrechnet. Es sieht also identisch aus, obwohl ich in zwei unterschiedlichen Systemen bin. Und das nennt man dann Lorentz-Invariant. Weil sich unter Lorentz-Transformation, also wenn ich die Lorentz-Transformation anwende, sich nichts ändert. Jetzt noch eine kleine weitere Überlegung. Wir haben hier den Kegel uns nur in 2D angeschaut und die x-Koordinaten dafür gesagt, das wären eigentlich drei Koordinaten. Wollen wir uns das alles mal ein bisschen allgemeiner anschauen? Hier haben wir gesagt, das ist der Abstand des Lichtes und das wäre die Lichtgeschwindigkeit. Jetzt nehmen wir etwas, was sich langsamer als Licht ausbreitet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zug mit einer halben Lichtgeschwindigkeit fahren lassen, dann bewegt er sich langsamer. Das wäre also, er würde sich irgendwie hier bewegen, also auf dieser Gerade, wenn er konstant sich davon bewegen würde. Was heißt das hier für unsere Gleichung? Naja, diese Punkte bewegen sich also langsam weg. Das heißt, der Betrag hier ist kleiner als ursprünglich. Das heißt, wir haben einen negativen Wert. Also wenn ich langsamer als c mich bewege, dann gilt ja nicht gleich, sondern es gilt kleiner 0. Nun, wenn ich mich schneller bewege, das wäre also irgendwo hier raumartig, dann wäre der ganze Term hier drüben größer 0. Wenn ihr die Entfernung wirklich ausrechnen wollt, die vierdimensionale Entfernung, also auch das hier, dann müsst ihr natürlich wieder die Wurzel ziehen. Dann steht hier nicht 0, sondern irgendein Wert, s². Wenn es natürlich eine negative Zahl wird, also in dem Fall, wenn es sich langsamer wird, müssen wir komplexe Zahlen einführen. Das ist aber ein ganz anderes Video und auch nicht jetzt für uns wirklich interessant. Das, was man noch zusammenfassend sagen könnte, wäre, das Interessante ist, dass obwohl die beiden Bezugssysteme sich unterschiedlich bewegen, sehen beide immer eine Lichtkugel und die Lichtkugel ist für sie immer so konstruiert, dass sie auch immer gerade in der Mitte sitzen, also im Mittelpunkt. Obwohl es natürlich für uns im ersten Moment etwas komisch vorkommt. So, das war das 8. Video zur Relativitätstheorie. Schaut wieder mal auf www.nurelta.de vorbei. Dankeschön.